Törichte und unnütze Fragen. 2. Timotheus 2,23. Aber die törichten und unnützen Fragen weise zurück, denn du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Eines sollte klar sein: Ohne Offenbarungen Gottes können wir nicht an das Evangelium von Jesus Christus glauben und auch nicht von alleine an diesem Glauben festhalten, sondern Gott ist es, der uns in seiner Gnade festhält. Der Anfänger und Vollender des Glaubens ist Gott selbst in Jesus Christus, Hebräer 12, 2. Darum ist Glauben auch wichtiger als Wissen. Und darum sind Streitgespräche, die sich nur um das Wissen und Vermuten drehen, letztlich nicht hilfreich und bewahren uns auch nicht wirklich, sondern werden uns eher verunsichern und wankelmütig machen und so manchen Ärger provozieren. Wir können und müssen nicht alles wissen und alles beantworten. Gott ist Gott, und aller Himmel, Himmel können ihn nicht fassen. Und es ist allein Gott, der uns das geistliche Verständnis in den Dingen schenkt, die wir brauchen. Und was wir nicht brauchen, darüber müssen wir uns auch nicht die Köpfe zermartern oder in sinnlose Streitgespräche verfallen. In Sprüche Kapitel 2, Verse 6 bis 9 steht: Denn der Herr gibt Weisheit, und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Er behütet die Recht tun und bewahrt den Weg seiner Frommen. Dann wirst du verstehen, Gerechtigkeit und Recht und Frömmigkeit und jeden guten Weg. Und allein darauf sollte es ankommen, bei dir und auch bei mir. Wir verstehen es dann, wenn Gott uns diese Weisheit gibt. Nicht anders. Und dies geschieht sicherlich einerseits dadurch, dass wir diese Weisheit erwerben, Sprüche 16, 16, also lesen, studieren, sich informieren, nachfragen und nachdenken und sich vielleicht auch austauschen, aber dann durch den Glauben auch zur Anwendung bringen. Und dazu brauchen wir die Hilfe Gottes durch den Heiligen Geist und eben auch die Weisheit, die von oben kommt. Es gibt Menschen, die glauben auch irgendwie, dass es einen Gott gibt, aber das bringt sie nicht zur Weisheit und praktischen Anwendung, weil es sie nicht weiter interessiert und sie keine persönliche Beziehung zu Gott haben und suchen und nie danach fragen. Sie begnügen sich mit einer gewissen oberflächlichen Religiosität. Aber das ist irgendwie sinnlos und führt zu nichts. Eher zu Streitgesprächen. William MacDonald schreibt in seinem Bibelkommentar: Im Laufe seines christlichen Dienstes würde Timotheus oft mit dummen und unwichtigen Fragen konfrontiert werden. Solche Fragen entspringen einem unwissenden und ungelehrten Geist und sind völlig nutzlos. Solche Streitfragen sollten zurückgewiesen werden, weil sie nur Streitigkeiten erzeugen. Man braucht eigentlich kaum zu erwähnen, dass es hier nicht um Fragen großer, grundsätzlicher Wahrheiten des christlichen Glaubens geht, sondern eher um törichte Problemstellungen, mit denen man nur Zeit verschwendet und Verwirrung stiftet. In 2. Timotheus Kapitel 2, Verse 24 bis 26 schreibt der Apostel Paulus: Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Es scheint so, als ob die Zeit stehen geblieben ist. In der Hinsicht hat sich in dieser Welt und Gesellschaft eigentlich gar nichts verändert. Nur, dass man heutzutage eben auf viele neue Arten und Weisen kommuniziert
und das Streiten sozusagen professioneller geworden ist und man scheinbar einen riesigen Überfluss an greifbaren Informationen und Wissen hat und sich dies dann gegenseitig um die Ohren haut. Man muss vieles nicht mehr selbst wissen, sondern kann sich seine Weisheiten auf dem Silbertablett servieren lassen und beanspruchen, indem man eben im Internet nachforscht und verschiedene Dinge eben von verschiedenen Leuten übernimmt und sich dann selbst seinen eigenen Reim drauf macht und manches eben sozusagen beweist durch Gedankengut anderer oder auch nicht beweist. Und das wiederum führt dann logischerweise auch zu Streitgesprächen, weil der eine sagt ja, hier ist die Quelle der Wahrheit, der hat Ahnung, der weiß, von was er redet, und ein anderer widerspricht eben. Und so schaukelt sich das hin und her, jeder meint Recht zu haben und hält den anderen für geistlich umnebelt und meint eben selbst die Weisheit mit Löffeln aufgenommen zu haben. Selbst zu denken und zu hinterfragen ist mittlerweile eher verpönt und vielen auch viel zu aufwendig und zu anstrengend. Mit ein paar Klicks kann man sicher die Informationen besorgen, die man will. Und jede Meinung lässt sich sozusagen auch bestätigen, indem man eben entsprechende Quellen sucht von Leuten, die es eben genauso sehen. Aber ob die dann tatsächlich die Wahrheit sagen und das wirklich auch, gerade wenn es um göttliche Dinge geht, mit dem Heiligen Geist weitergeben und in dieser Art und Weise sich über manche Dinge eben Gedanken machen, das steht auf einem anderen Blatt. Und sich über manches zu streiten, ist, wie Paulus es dem Timotheus mitteilt, einfach oft nur unnütz, töricht und ungeistlich, also überflüssig, dumm und letztlich weltlich und fleischlich und nicht geistlich und göttlich. Und das zählt heute vielleicht mehr denn je. Es ist der Glaube an das biblische Evangelium von Jesus Christus, den gekreuzigten Sohn Gottes, der uns erlöst, uns von aller Schuld befreit, uns gerecht macht vor Gott und uns die Sünden vergibt. Durch den Tod Jesu am Kreuz, durch sein Blut sind wir heil geworden, durch seine Wunden. Er ist unser Erlöser. Und das ist für manche tatsächlich eine törichte Botschaft. Aber Gott hat das so gefallen. Aber wir sollten und dürfen im Glauben daran festhalten und einfach verstehen, dass es nichts Wichtigeres gibt, als an diesen gekreuzigten Heiland zu glauben, zur Vergebung der Sünden. Das ist die Basis, die Grundlage für alles andere. Und Paulus hat das dem Timotheus auch immer wieder ans Herz gelegt. Und auch wir sind dazu aufgefordert, diese göttliche Botschaft vom biblischen Evangelium, vom gekreuzigten Heiland Jesus Christus immer wieder in unserem Herz und unserer Seele zu bewegen und das eben auch gemäß den Evangelien der Bibel so weiterzugeben. Gerade gesund, ohne törichte Streitfragen, sondern es ist die Botschaft des Heils, die Botschaft, die uns rettet, die Botschaft, die uns Frieden schenkt mit dem allmächtigen Gott und Schöpfer aller Dinge. Und das ist letztlich das Allerwichtigste. Gott segne euch. Thank you.